Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Kurztestvideo. Heute geht es mal um das Thema Kopfhörer. Und zwar um den Ultrasound 900, nein, Ultrasound Pro 900i. Das ist die Packung. Wirkt sehr hochwertig. Ich möchte jetzt kein Unboxing machen, denn ich denke mal, Leute beim Auspacken zugucken, das ist, naja, es geht nicht mal mehr um den Inhalt. Und hier haben wir auch schon direkt etwas, was ich zuerst mal ansprechen könnte. Aber bevor ich auf die Features eingehe, fangen wir doch einfach mal kurz noch an, was da noch so bei ist, nämlich ein Hardcase. Und in diesem Hardcase befinden sich auch noch Ersatzpolster, ein zweites Kabel und so ein Heftchen. Aber das kann man noch alles in der Zubehörliste nachschauen. Aber das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich, ne, mit diesen Ersatzpolstern. Aber bei 400 € in der Preisklasse, ja, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber bei meinem Audio-Technica M50 war es nicht so. Ja, den werde ich gleich auch nochmal als Vergleich heranziehen, weil das eben auch ein sehr, sehr beliebter Kopfhörer ist in Sachen Neutralität. Und er kostet auch nur 139 €, also das habe ich zumindest dafür bezahlt, was wirklich ein unschlagbarer Preis für diesen Kopfhörer ist. Und warum ich denn trotzdem noch diesen dazu geholt habe, ja, das kläre ich gleich mal auf. Ja, die Verarbeitung ist super. Mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht groß sagen. Also selbst bei langen Tragen habe ich gemerkt, der ist noch mal bequemer als der Audiotechniker und selbst den konnte ich schon 2, 3 Stunden tragen ohne Probleme. Davon mal ab. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist bei dem Audiotechniker, dass ja, der fängt an zu bröseln und das nach 2 Jahren habe ich hier überall Krümel, wenn ich den aufsetze. Und ich finde, das ist ein sehr schneller Verschleiß. Finde ich ein bisschen schade drum. Aber man kriegt ja, glaube ich, diese Bügel da auch immer als Ersatz nachgekauft. Ich hoffe dennoch, dass das bei diesem Kopfhörer nicht so schnell eintreten wird. Und wenn ja, hier hat man eben Ersatzpolster auch nochmal dabei. Zumindest bei den Polstern. Okay. Ja, Features gibt es hauptsächlich bei diesem Kopfhörer. Oder was, wenn man nach diesem Kopfhörer im Internet schaut, man findet eigentlich immer. Das ist der Basskopfhörer schlechthin. Die einen sagen, das ist, wir lieben ihn und die anderen sagen, wir hassen ihn oder er hat uns zu viel Bass, wir können mit dem Klangbild nichts anfangen, zu speziell. Ja. Und man hat irgendwie das Gefühl, es gibt da so ein bisschen nur immer die eine oder die andere Seite. Ich persönlich finde, dieser Kopfhörer hat sehr viele Stärken und da, wo er spezialisiert ist, das ist der Wahnsinn, da habe ich noch keinen besseren gehört. Aber das, was er nicht so gut kann, okay, das kann er eben nicht so gut. Da ist halt ein Spezialist, ja, ein, wie sagt man, Spezialist auf seinem Gebiet. Er kann etwas richtig gut, aber nicht alles. Und wer eben so einen universal ausgeglichenen Kopfhörer haben möchte, dem empfehle ich definitiv den Audio-Technica. Aber die Frage ist, was kann er gut und was kann er nicht gut? So, da kann man nicht, kann ich natürlich nur meine persönliche Meinung zu abgeben. Das ist klar, alles immer subjektiv. Doch vorher möchte ich mal auf die Features eingehen. Wir haben hier ein Feature, das nennt sich S-Logic Plus. Laut Anleitung sollen S-Logic Plus, ja, wir sehen das hier auch nochmal, ne, einen neutralen Sound. Und, naja, neutralen Sound ist jetzt nicht das Feature dabei, sondern einfach dieser Surround Sound, also dass man halt ein räumliches Klangbild bekommt und. Das muss ich sagen, ist definitiv gelungen. Also wer das Gefühl hat, wer gerne auf ein räumliches Klangbild haben will, im Vergleich zu so einem Kopfhörer, das merkst du sofort jetzt. Ich habe das erste Mal diesen Kopfhörer aufgesetzt. Ja, mir ist zuerst aufgefallen, dass mein Ohr nicht mehr so direkt in dieser Schale liegt wie bei diesen Kopfhörern hier, sondern ja, da ist eben nicht so viel Platz. Man spürt mit dem Ohr hier das Ende. Hier hat man das Gefühl, man ist in so einem großen Raum. Da ist also noch viel Platz. Das ist mir erstmal so aufgefallen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das fühlt sich nur bequemer an, das ist aber kein Nachteil. Aber dieses Räumliche, wenn man dann ein Lied abspielt, also man hat, ich kann das am besten so beschreiben, man hat das Gefühl, man sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und hört über seine Boxen mit Subwoofer in einem guten 2.1-System laut Musik. Ja, genau so klingt das. Und ich finde, das klingt nochmal ganz anders, als wenn man typisch diesen Kopfhörerklang hat. Da hat man das Gefühl, das Lied so direkt am Ohr, es ist so direkt im Kopf, kann man schon fast sagen. Und das ist eben das, was diesen Kopfhörer von anderen mit dem Klangbild unterscheidet. Diese Räumlichkeit. Ob das immer ein Vorteil oder Nachteil ist, will ich gar nicht mal sagen. Es ist einfach anders und es ist räumlicher. Und ich denke mal,
Nee, ich denke nicht, ich habe es ja getestet. Bei Filmen oder Spielen ist das absolut ein Joker. Ja, da kommt das richtig gut rüber. Bei einigen Liedern kann das zu Verzerrungen führen, aber da sind wir dann eher im Klassik- oder Jazzbereich. Ich weiß nicht. Und die Mitten und Höhen kann ich auch. Wir fangen mal mit den Mitten und Höhen an. Bei den Mitten und Höhen würde ich sagen, ja, die Mitten sind vorhanden, die sind okay, ja, das ist nichts Besonderes, ist aber gut, ist auch keineswegs schlecht. Die Höhen sind sehr etwas präsenter, aber nicht so, dass sie schrillend sind oder irgendwie unangenehm, sondern das ist genau die richtige Mischung. Und das muss auch so sein in meinen Augen, weil sonst wäre das Ding zu dumpf. Und durch diese klaren und schönen Höhen gleichen die so ein bisschen die Tiefen entgegen, weil die Tiefen sind das Spezialgebiet dieses Kopfhörers. Ja? Man liest, das sagte ich am Anfang schon, ne, immer zu viel Bass und oder sehr viel Bass und was nicht alles. Also das ist da der Referenzkopfhörer für Bass. Da kommen wir auch schon zu dem Grund, warum ich mir diesen Kopfhörer gekauft habe. Ich habe nämlich auch Beats getestet. Ich höre gerne Lieder oder ja, mit viel Bass und ich mag das auch, wenn die Tiefen gut sind, aber ich mag es natürlich nicht, wenn es dröhnt. Deswegen brauchte ich gute Kopfhörer. Die Beats sind auf dem Gebiet ja schon ziemlich gut. Die können Bass, aber die haben auch schon stark ihre Schwächen. Gerade wenn es um dann die Höhen geht, ist oft nicht so klar raus. Das vermischt sich alles so ein bisschen mit den Mitten. Man hat irgendwie das Gefühl, ja, und manchmal ist es dann auch gar nicht so viel mehr Bass als beispielsweise bei dem Audio-Technica. Den nehme ich jetzt immer als Vergleich, weil das eben mein Kopfhörer ist, den ich die letzten 2 Jahre und auch noch weiter nutze. Das ist mein Favorit, weil in dieser Preisklasse habe ich einfach nichts anderes Besseres gefunden. Der kann einfach alles gut. Nein, ich füge jetzt nicht hinzu, nichts richtig, sondern er kann wirklich alles gut. Aber eben, wer mehr Bass möchte, der Bass ist da in den Mitten zwar sehr schon präsent, aber in den Tiefen eben nicht. Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Es gibt natürlich, Bass ist immer in den tiefen Frequenzen, aber es gibt eben diesen hohen Bass und es gibt diesen ganz tiefen Bass, der so, ne, der von unten gut auflösend ist. Und das kann dieser Kopfhörer, dieser Ultrasound einfach am besten in meinen Augen. Ja, also ich finde, er ist keineswegs zu viel. Er ist nur einfach sehr präsent. Er ist genau richtig, so wie ich es mag und so wie ich mir immer einen guten Kopfhörer vorgestellt habe. Natürlich ist das alles sehr basslastig und dann durch nicht mehr 100% neutral. Aber ich sag mal, in Sachen Hip-Hop, Pop, Trance, Techno, all diese Sachen, da ist dieser Kopfhörer einfach super. Ja, ist subjektiv, ihr müsst den Probe hören. Aber wenn ihr das mögt oder solche Musikrichtungen hört, schaut euch ihn an, ich finde ihn super. Was ich schlecht finde oder wo man die Verzerrung dann so ein bisschen raushört, das ist alles, was so in Richtung Klassik geht oder bei den Rockliedern ist das so eine Mischung. Da gibt es viele Rocklieder, wo das auch schlecht ist, aber es gibt auch einige Rocklieder, wo das gut ist. Ich habe auch gemerkt, bei den moderneren Liedern ist das eben, ist ja noch besser als bei den alten Liedern. Ja, das fällt halt auch noch auf, aber ansonsten da bei diesen Songrichtungen super gut. Eine zweite Sache, wo dieser Kopfhörer auch seine Stärken ausspielen kann, sind Filme und Computerspiele. Ja, wenn ihr Zocker seid, super Teil, dafür ist bestens geeignet. Oder wenn ihr eben Kinofilme guckt oder irgendwie so, ja, Filme halt. Warum ich jetzt Kino gesagt habe, mir fällt dann immer direkt das Wort Kino deswegen ein, weil sich das anhört, als würdet ihr im Kino sitzen. Ihr kennt ja diesen lautstarken Bass, der dann auch dabei ist und so weiter. Und dann noch dieses Räumliche von diesem Kopfhörer, wenn ihr euch da so einen Trailer anguckt, habt ihr das Gefühl, ihr sitzt im Kino. Ja, das ist laut, das ist räumlich, der Bass ist da und alles. Ich finde das super. So, ja, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Das heißt, der Fazit meiner Seite ist, es ist ein guter Basskopfhörer. Ich kann ihn jetzt nicht Probe hören. Ihr könnt ihn nicht Probe hören. Ich kann ihn jetzt nicht irgendwie auf Musik anschließen, weil ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne, es ist, denke ich mal, selbstverständlich über dieses Mikro, über eure Boxen dann wieder. Wie soll man da so einen Klang rüberbringen? Ja, wenn ihr genau diesen Klang rüberkriegen würdet, bräuchtet ihr überhaupt keine Kopfhörer mehr. Also die Kopfhörer ja nicht mehr kaufen, weil dann habt ihr ja den Klang schon sowieso. Also, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Das bringt leider nichts. So, ich kann also nur euch mein Fazit so mitgeben. Ich habe den Kopfhörer jetzt auch erst eine Woche, aber ich habe ihn viel Probe gehört und auch mit den Beats oder ähnliches verglichen. Und ich glaube, das
stimmt wirklich der Meinung, die man im Internet findet, dass das der Bass-Kopfhörer ist. Und das ist auch ganz gut, wenn ihr sagt, mein Kopfhörer, den ich jetzt habe, der hat mir noch nicht genug Bass oder noch nicht guten Bass. Es gibt ja auch welche, die haben richtig viel Bass, aber die klingen einfach scheiße, weil die dröhnen oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich mir gedacht, fange ich doch bei der Messlatte ganz oben an und wenn mir das dann zu viel ist, gehe ich mal weiter runter. Ja, ich habe oben angefangen, weil ich habe keinen gefunden, der mehr theoretisch hat. Und ich muss sagen, ich bin schon direkt bei Profi gelandet und geblieben, weil das ist einfach genial. Ja, und 400 € ist nicht wenig, aber ich finde, wenn man so weiter runter geht, dann gibt es eben nur die Beats und die Beats, ja, die haben halt ihre Schwächen. Muss man ganz einfach so sagen, in meinen Augen, auch wenn ich selber noch Beats habe für den Sport, das sind diese Beats Sports, heißen die glaube ich auch. Und bei denen, klar, ist das auch ein guter Klang für unterwegs. Aber für zu Hause habe ich mir gedacht, brauche ich was anderes. Ja. Weil ich eben auch gerne Over-Ear höre und nicht die ganze Zeit die Stöpsel im Ohr haben möchte. Das ist dann auf Dauer einfach unbequem. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Eindruck vermitteln, damit ihr noch eine Meinung mehr habt. Ach ja, es sei noch gesagt, wenn ihr den Probe hören wollt, ist es gar nicht so einfach, diese Kopfhörer zumindest vom Ruhrgebiet aus gesehen Probe zu hören. Ich habe mich durch sämtliche HiFi-Läden telefoniert und ich habe keinen gefunden, der mir diesen zum Probehören geben konnte. Sehr schade. Ich habe ihn mir dann in Bayern bei Thomann bestellt. Der Music Store in Köln hätte ihn auch noch gehabt, nur in dem Moment nicht vorrätig gehabt. Ja, aber ansonsten, wo ist da sehr eng? Ich weiß gar nicht warum. Weil eigentlich ist das doch eine gute Marke, denke ich, was man so auch in den anderen Tests gelesen hat. Warum denen so viele nicht führen. Aber gut, das ist nicht heute das Thema, sondern der Kopfhörer selbst. Ach ja, ich habe hier noch mal kurz das Bild. Hier die Packung hatte ich schon gezeigt. Die Ohrpolster auch. Oh. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.